Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gegebenenfalls im Stream. Gestern hatte ich gesagt, mal sehen, was sich bis heute ergibt. Das Ei des Kolumbus steht nicht hier. Es hat sich also gegenüber gestern nichts Wesentliches verändert. Allerdings, die Presse berichtet heute über eine außerordentlich schlechte Halbzeitbilanz der Landesregierung, dies auch in haushalts- und finanzpolitischer Hinsicht. Das geht quer durch die gesamte Presselandschaft. Und letztendlich ist es auch das, was der uns vorliegende und hier zur dritten Lesung anstehende Nachtragshaushalt dokumentiert. Es bleibt so, Löcher, die gestopft werden, und zwar unabhängig davon, dass die Steuereinnahmenansätze zu hoch prognostiziert oder höher prognostiziert worden sind, als sie letztendlich ausgefallen sind. Ein ganz wichtiger Punkt, den auch der Kollege Hahn nicht erwähnt hatte, war sicherlich oder ist sicherlich das, was Herr Wedel noch zuletzt sagte, dass die Landesregierung, wie aber auch die regierungstragenden Fraktionen bei Einbringung des Haushalts sich verkalkuliert hatten, nämlich um mindestens 700 Millionen Euro, die ursprünglich in den Haushalt mal reingeschrieben worden waren, bevor er denn in die erste Lesung gebracht wurde, zu dieser ersten Lesung aber die 700 Millionen auf Kosten der Beamtinnen und Beamten wieder rausgestrichen wurden. Und nicht nur das, sondern man hat entgegen einer anderen Situation, zum Beispiel im Einzelplan 04, auch keine Rückstellung eingeplant, also überhaupt nichts in diese Richtung unternommen, auch keine Verpflichtungsermächtigung in diese Richtung unternommen. Man hat letztendlich, wenn man bedenkt, dass am 18.06. letzten Jahres eine Anhörung zur Veränderung des Beamtenbesoldungsgesetzes stattgefunden hat und nahezu alle, bis auf den Bund der Steuerzahler, alle Sachverständigen gesagt hatten, das ist ein verfassungswidriges Gesetz, hat man in Kauf genommen einen Verfassungsbruch mit Ansage. Und das, was wir hier jetzt im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt tun, ist ein sträfliches, ein Strafnachsitzen auf Kosten des Verfassungsrechts. Und jetzt darf man auch nicht annehmen, die Beamten seien schuld, weil die ja das erstritten haben. Es ist auch nicht die Opposition schuld, die nämlich mit CDU, FDP und einigen Piraten hier vor den Verfassungsgerichtshof gezogen sind. Nein, es war eben jener Verfassungsbruch mit Ansage, der letztendlich rein betragsmäßig, wohl bemerkt, betragsmäßig dazu führt, dass wir jetzt über den Nachtragshaushalt von 800 Millionen reden müssen. Klarheit und Wahrheit zum rechten Zeitpunkt in Anerkennung dessen, was das Verfassungsrecht nun mal maximal nur herzugeben in der Lage ist, wäre an dieser Stelle das Gebot der Stunde in einer Stunde des letzten Jahres gewesen, bis zur Verabschiedung des Haushalts 2014. Und wenn der Kollege Mustafizade davon spricht, dass der Stammhaushalt okay sei und Rot-Grün dem deswegen zustimmen könne, muss man einfach vor dem Hintergrund dieser Analyse sagen, der Stammhaushalt war wenigstens um 700 Millionen Euro nicht okay. Es bleibt also dabei, das Ei des Kolumbus steht hier nicht. Es hat sich gegenüber gestern nichts verändert. Gestern hatte ich meiner Fraktion empfohlen, den Nachtragshaushalt abzulehnen. An dieser Empfehlung hat sich nichts geändert. Die Piraten werden den Nachtragshaushalt dementsprechend auch ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.